und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei MyTV Plus. Mein Name ist Claudia Rojo und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem regionalen Shoppingkanal, heute aus dem Elbepark in Dresden. Seit über 27 Jahren steht die Mode von Ulla Popken für moderne Schnitte, weichfließende Materialien und aktuelle Trends. Erfolg mit Stil, so das Credo des Unternehmens, und so präsentiert es sich in über 700 Filialen in über 30 Ländern. Und in einer dieser Filialen, liebe Zuschauer, stehen wir jetzt, und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Frau Hasterock. Hallo. Hallo, Frau Rocco. Herzlich willkommen im Elbepark in der Ulla Popken Filiale. Wunderbar. Schön, dass Sie da sind. Meine erste Frage an Sie: Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Unser Erfolgsgeheimnis ist erstmal die Gastgeberrolle. Alle Leute, alle Kunden, die unser Geschäft betreten, werden mit einem herzlich willkommen begrüßt. Und schon macht es mehr Freude, das Geschäft zu betreten. Und unser wichtiges Anliegen ist, dass die Kunden sich wahrgenommen fühlen, dass wir Zeit für unsere Kunden haben und dass wir für unsere Kunden wirklich da sind. Denn unser Kunde ist das wichtigste Gut. Wir haben deshalb auch unsere Kundin den Namen Herzdame gegeben, weil sie uns am Herzen liegt. Ja? Und ohne unsere Kundin könnten wir die tollste Ware präsentieren. Ja, wir hätten zwar tolle Ware im Geschäft, aber ansonsten wäre nichts los. Wunderbar. Wenn wir schon bei dem Thema Herzdame sind, ja, und das ist ein wunderbarer Begriff, ja, welche Größen bieten Sie denn für Ihre Herzdamen an? Was ist Ihre Kundin für eine Kundin? Also unsere Kundin ist die Kundin mit etwas mehr Figur. Also das ist die Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und keinerlei Diäten über sich ergehen lässt, sondern sagt, ich will so bleiben, wie ich bin. Eine taffe, tolle Powerfrau, die jeder Größe 38 den, auf gut Deutsch gesagt, die Show stiehlt, weil sie ein fröhliches Lachen, einfach ein powerhaftes Temperament hat. Das ist also unsere Kundin, und wir beginnen ab der Konfektionsgröße 42 bis zur Konfektionsgröße 64. Da muss ich aber auch noch darauf hinweisen, dass unsere 42 nichts mit der Konfektionsgröße 42 zu tun hat, die Sie eventuell in manchen Boutiquen finden, sondern wir haben verkaufspsychologisch unsere Größe ein bisschen größer gemogelt, sodass sich die Frau auch richtig wohlfühlt. Ja? Sie fühlt sich ganz einfach in ihrer Persönlichkeit nicht eingeengt. Also ich muss natürlich auch sagen, ich trage heute ein Outfit von Ulla Popken mit der Größe 42. Ich fühle mich total wohl. Es sind wirklich diese weichfließenden, ja, Materialien. Ja. Es ist dieser tolle Animal Print. Aber Sie haben sich ja gut vorbereitet auf unseren Besuch. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten ganz einfach mit Ihren Herzdamen. Jawohl. Und Ihren neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion. Dankeschön. Sehr, sehr vielen Dank. Also als erstes wollen wir mal die Ute präsentieren. Die Ute, muss ich dazu sagen, war jahrelang unsere Kundin, ist jetzt eine Kollegin von uns. Es liegt mir sehr am Herzen, das auch mitzusagen, die sich bereit erklärt hat, heute an der ganzen Sache mit teilzunehmen. Ute präsentiert einen ganz lässigen Look, einen wirklich tollen Look aus der City-Kollektion. Sie trägt unsere sehr schöne Moni-Hose in einem 7/8-Stil. Die Moni ist eine Jeanshose aus unserem Sortiment, die sehr gern getragen wird, weil die Moni eine Jeans ist, die keine Taschen am Po hat. Es ist also keine typische Jeans, sondern eine eher etwas elegantere Jeans. Ist natürlich auch super, wenn man gerade Teile drüber tragen möchte, ne? Teile drüber tragen und auch mal ein kurzes Teil, ja? Weil ganz einfach nichts da ist, was aufträgt, wie man das jetzt hier gerade sehen kann. Also, und das ist etwas, wo ich sage, das Material, das Oberteil fällt leicht über den Po, nichts bleibt haften. Und die Frau sieht einfach gut aus. Was auch sehr schön ist an dieser Hose, Ute, bitte zeig das mal, das sind die Zipper. Die Reißverschlüsse an den Taschen. Genau, weil sie sind ganz schlicht eingearbeitet, fast nicht sichtbar. Und ein Taschengeld und auch ein Taschentuch kann man auf jeden Fall immer in diese Hose stecken. Ja, was wirklich wichtig ist. Also ich muss auch sagen, dieser Look kombiniert und harmoniert vor allen Dingen, sieht wunderbar aus. Aber mir fällt natürlich auch die Verarbeitung und auch die Schnitte der Oberteile auf. Ne? Das ist zum einen dieses längere Rückenteil, aber zum anderen muss ich Sie unbedingt fragen, eine ganz besondere Verarbeitung bei der Jacke. Ja, also diese Jacke, die hat diese tolle Mesh-Optik, wie das jetzt gerade die Ute zeigt. Und was toll ist mit einer Satin, also mit einem Absatz Satin jetzt hier, ne? Wie man das sieht gerade
im Kragenbereich und im Taschenbereich. Ne? Gleichzeitig ist es auch sehr schön, dass wir das Ganze raffen können. Das kommt immer auf jede Kundin drauf an. Die Ute hat es jetzt ganz peppig gemacht. Sie möchte ganz einfach mehr oder weniger das Ganze etwas lässiger tragen. Und deshalb hat sie den Tunnelzug also sozusagen etwas fester gestellt. Ja? Wunderbar. Ute, sei mal bitte so gut und zieh mal die Jacke aus. Weil auch das Teil darunter, das Shirt, ist ein sehr schönes Teil. Man kann ja auch immer Farben verändern, ne? Also das ist richtig. Ja wirklich dann nochmal ein richtig. Zusätzlicher Eyecatcher, wenn man jetzt ein richtig schönes, farbiges Shirt dazu trägt, ne? Richtig. Es ist ja auch so, wie man jetzt an dem Loop sieht, man kann sämtliche Farben im Grunde genommen, die jetzt in dem Loop drinne sind, jetzt wieder als Jacke, als Oberteil kombinieren. Ne? Das ist das Tolle an unserer Mode. Also sie ist sehr facettenreich, sie ist sehr vielfältig. Hier wieder bei diesem Kleidungsstück möchte ich darauf hinweisen, an die Nahtführungen. Ja, so klein wie die Naht auch ist, hat sie doch einen ganz großen, wichtigen Bestandteil an der ganzen Sache, weil es hat eine streckende Optik. Ja? Wenn man manchmal so denkt, die Naht ist so minimal, das ist völlig falsch. Auch in der Rückenpartie, die Naht streckt. Ja. Und das ist also etwas ganz Wichtiges. Und deshalb sind diese Nähte auch ganz besonders abgehoben. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, hier ist die Längsnaht, hier ist diese abgesetzte Naht, sodass mehr oder weniger die Figur etwas gestreckt wird. Genau. Also es ist ein durchdachtes Programm, kann man sagen. Richtig. Das ist wirklich eine Sache, unsere Mode ist eine Mode mit Liebe zum Detail, ja, mit vielen kleinen Dingen, aber diese kleinen Dinge, die sind wirklich von großer Wichtigkeit und die machen auch das Besondere an der ganzen Sache aus. Vielen Dank, wunderbar, sehr schön. Ja, Mensch, also ich muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich ein ganz toller Auftakt. Jetzt gehen wir ja mit unserem nächsten Modell in die nächste Runde. Es ist ein bisschen ein gediegener Stil, kann man sagen. Ne, das erste war so ein bisschen poppig. Richtig, ne, also das peppig, ist so das so ist etwas zurückhaltender, weil wir auch da einfach mal zeigen wollen, auch die Kundin, es ist nicht jede Kundin die Powerkundin, sondern es ist auch eine Kundin, die sich etwas zurückhaltender kleiden möchte, etwas sportiver, etwas schlichter. Ja. Ja? Und das präsentiert jetzt gerade mal unsere Frenzy. Die Frenzy, das ist eine jahrelange Kundin von uns, die uns seit Jahr und Tag die Treue hält, zu jeder Modenschau mit dabei ist, wofür wir sehr dankbar sind, ein strahlendes Lächeln immer und ewig schenkt und ja, einfach, sie ist ein ganz wunderbarer Mensch. Die Frenzy, die trägt eine ganz sportive Hose mit einem Tunnelzug unten, ne? Im Fußbereich, das hat einfach damit zu tun, wir können das Hosenbein auch weiterstellen. Aber in diesem Falle, wie man sieht, Frenzy ist nicht so besonders groß, also ist es wirklich besser, wir machen das Bein etwas schmaler, es kommt einfach besser. Ja, die Kundin wirkt in dem Moment nicht so korpulent. Auch da wieder, das sind eben diese kleinen Dinge, auf die man unbedingt hinweisen muss und wofür wir auch da sind. Wir sind dafür da, unserer Kundin zur Seite zu stehen. Ne? Also es ist also wirklich ein guter Freizeitlook, ein Streetwear-Look, wenn man einfach mit seiner Familie unterwegs ist, draußen ist, ne? Und wirklich auch, wenn es doch ein bisschen kühlere Tage noch hat, was Wärmendes oben drüber tragen kann, kombiniert mit diesen Blumen, floralen Mustern. Wunderbar, sehr schön. Was auch, ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, früher hätte man das so nie getragen. Das ist aber heute eine ganz andere Geschichte. Ja? Der Ärmel, dieser kurze Ärmel, hätte man so früher gedacht, da kann man ja diesen langen Ärmel nicht rausschauen lassen. Das ist völlig falsch. Also je lockerer und je frischer die Kundin rüberkommt, umso besser sieht das Ganze aus. Also nicht mehr so dieses völlig geschniegelt, gestriegelte, sondern einfach lässig, peppig, fröhlich, offen. Ja, das ist, und das präsentiert sie auch, also das zeigt sie auch, ne? So dieses einfach Fröhliche, dieses Offene, ja, dieses Schöne. Die Kunden haben ja auch die Möglichkeit, sich ein bisschen vorher ein Bild zu machen, indem sie über Internet nachschauen, aber sie erreichen ja auch ihre Kundinnen über Katalog. Ja. Das heißt, die Kundin kann sich vorher schon ein kleines Bild machen und sie haben uns da auch was mitgebracht, beziehungsweise sie haben es hier ausliegen. Und vielleicht möchten Sie zu dieser Kollektion pur was sagen, was wir jetzt hier nicht im Geschäft präsentieren, sondern in der Filiale in der Innenstadt. Ne? Aber das ist ja auch ein ganz tolles Konzept, weil ich denke da nur an Organic, Bio. Ne? Und der Mensch ist ja im Trend. Alles, was in die Richtung gesund, öko ein bisschen geht, ist ja wirklich stark im Kommen. Ja,
Frau Rocco, das ist sehr schön, dass Sie auch darauf mich ansprechen, weil das liegt uns sehr am Herzen. Also diese Pur-Linie, die ist wirklich eine Linie, eine ganz ausgefallene Linie, eine ganz ausgefallene Mode und wirklich nur aus, wie das Wort schon sagt, pur, aus puren Materialien. Das heißt also Baumwolle, Lein, Baumwoll-Lein-Mix. Da sind keinerlei Chemiefasern in den Materialien drin, sondern es ist Natur pur, wie das Wort schon sagt. Und auch diese Mode lässt es sich aufgrund des Kataloges, was die Kundin auch erreicht, lässt es sich auch die Outfits hierher in die Filiale in Elbepark schicken? Ja, selbstverständlich. Also unsere Kundin kann alle Outfits, die sie in irgendeinem Katalog sieht, die Ulla-Popkin-Ware selbstverständlich sind, kann sie sich in unsere Filiale bestellen. Ja, das ist zum Beispiel einer unserer ganz wichtigen Servicepunkte, ne? Ja. Dass wir nicht nur hier im Geschäft für unsere Kundin da sind, sondern wir sind auch über Versandhandel, Internet, wir sind immer für sie da. Also wenn sie für uns oder an uns Wünsche hat, dann versuchen wir, die weitgehend umzusetzen. Schön. Ja. Jetzt haben wir hier nochmal die Franzi. Sie präsentiert sich ja nochmal mit ihrem floralen Muster. Eine sehr schöne Kombination, weil das Rot nicht natürlich nur in der Blüte, sondern auch an der Hose zu sehen ist. Und mit dem Tuch oben lockert das Ganze noch etwas auf oder hat diesen wärmenden Effekt. Vielen Dank, Franzi. Wunderbar. Ich fand das jetzt auch sehr schön, dass sie sich die Jacke nochmal ausgezogen hat, weil dann sieht man wirklich auch diesen floralen Druck der Bluse. Wenn Sie schon sagen, floraler Druck oder Druck an sich, ja, ganz groß im Kommen, ist ja auch Animal Print. Yes. Ich trage es ja selber. Ja. Aber Ute hat für uns jetzt ein Outfit an und trägt es für uns. Ja, das erinnert mich an mein Oberteil gerade. Aber ich muss sagen, in Kombination als Unterzieh-Shirt oder Shirt, mit dieser Leinenkombination, ne, mit dieser Leinenjacke. Richtig. Also sehr erfrischend für Frühling, Sommer, ne? Ja, das ist richtig. Es ist wirklich eine ganz tolle Kombination. Wir haben eine sehr schöne, peppige, gestreifte 7/8-Hose. Die ist aus der Casual-Kollektion. Dazu hat Ute eben dieses tolle Top an. Es ist ein Top mit Animal Print aus ganz weich fließender Viskose. Also man sieht das auch, wenn die Ute sich bewegt, das Material, es schwebt. Das wäre in Ihrem Falle ja auch, wenn Sie sich bewegen, das Material, es schwebt. Ja. Es ist ganz leicht, es ist luftig, es ist locker, es ist fantastisch. Ute, was sagst du? Tolle Trageeigenschaften. Darüber hat sie eine ganz peppige Leinenjacke, ja, und früher hätte man das auch wieder nicht so getragen in diesem Lagenlook. Ich kann nur die Kundin darauf hinweisen, bitte traut euch was, findet euren eigenen Stil, seid sportlich lässig, weil es kommt gut an. Ne? Ich muss dazu sagen, natürlich bei Ihnen hat man auch das Gefühl, wenn man hier im Haus ist, man ist auch wirklich neben dem Willkommensein extrem gut aufgehoben. Also gerade wer sich in Sachen Mode da unsicher ist, ne, weil nicht jeder hat vielleicht die Berührung oder ist sehr unsicher in dem, was er trägt, wurde vielleicht oft auch falsch beraten und ist dann richtig dankbar, bei Ihnen zu sein, weil Sie sich die Zeit nehmen und wirklich mit der Kundin durchzuschauen, was steht ihr, ja, und wo fühlt sie sich am besten wohl. Und so soll es eigentlich auch sein. Ja. Und da, liebe Zuschauer, da lohnt es sich, bei Ulla Popkin wirklich reinzuschauen. Ja, was gibt es vielleicht zum Thema Kundenpflege zu sagen? Das heißt, Sie haben auch für Ihre Kunden eine Kundenkarte, ja, danke, wo Sie auch wo Sie die Verbindung auch zu Ihren Kunden immer halten. Ja, das ist diese Kundenkarte. Und wir sagen immer, und das dürfen wir auch jetzt mal sagen, wir fangen nicht mit Gold an, sondern wir haben gleich eine platinfarbene Kundenkarte für unsere Kundin. Und auch in unserer Kundenkarte sieht man einfach diese schlichte Eleganz. Also sie ist schlicht, sie ist einfach ganz großartig und sie bietet viele Vorteile. Unsere tolle Kundenkarte und auch mit diesem Herz, daran sieht man, unsere Kundin ist unsere Herzdame, sie liegt uns am Herzen, das ist also ein ganz wichtiges Anliegen. Die Vorteile dieser Kundenkarte sind 10% Geburtstagsrabatt, 14 Tage vor, 14 Tage nach dem Geburtstag der Kundin. Da muss ich darauf hinweisen, dass die Kundin also einen kompletten Monat lang, denn wenn man 14 Tage und 14 Tage zusammenzieht, sind wir bei 4 Wochen angekommen. Wenn sie Lust und Laune hat, 14 Tage oder 4 Wochen hintereinander bei uns einkaufen zu kommen, dann kriegt sie 10% Rabatt. Schön. Nicht nur einen Tag, sondern wirklich diese ganze Zeit. Und sie, ja, bringt am besten ihre Freundin noch mit.
Das kann sie gerne und dann wird für diese Freundin auch so eine tolle Kundenkarte ausgestellt. Richtig. Und dann ist das eine Kundenwerbung. Ne? Vorteil hat auch die Kundenkarte, dass die Kundin kostenlos unseren schönen Katalog mit ins Haus bekommt. Es ist unser Shop-Magazin. Da kann man sich auch immer über die aktuellen Angebote, über die neuen Kollektionen, es wechselt ja bei Ihnen wirklich sehr regelmäßig, monatlich, auch immer ein Bild drüber machen. Und was man da vielleicht schon visuell aufnimmt, da geht man am besten einfach zu Ihnen in den Shop. Gell? Richtig, ja, genau so ist das, Frau Rocco, wie Sie das sagen. Also, dass Sie mir zum Beispiel jetzt nicht oder dass Sie jetzt nicht lesen, ich habe da ein Viskose-Shirt, sondern dass Sie in den Shop gehen und ja fragen, wie ist denn die Viskose? Und Sie fassen dann die Viskose an und Sie merken, da steht weichfließend, das ist auch weichfließend. Und es fühlt sich wirklich so an. Ja, und man zieht es mal über und man hat diesen angenehmen Tragekomfort, also dieses Wohlfühlen, ja. Wir sehen ja hier schon die Franzi, die strahlt ja wirklich und sie hat ja jetzt auch ein Outfit an. Ja. Es ist erstens weichfließend, das sehe ich schon optisch. Ja, richtig. Mit dieser Kombination, mit diesen Farben ist das ein Look, der das ganze Jahr wunderbar funktioniert. Das ist auf jeden Fall nicht nur das ganze Jahr ein Look, für das ganze Jahr ein Look, sondern dieser Look, also der strahlt eine absolut zeitlose Eleganz aus. Das heißt, wenn die Franzi das möchte, kann sie diesen Look auch noch in 10 Jahren anziehen und er wird absolut trendig sein, weil das ist wirklich, das sind diese beiden Teile jetzt und der Seidenschal aus der Selection-Kollektion. Wie das Wort schon sagt, Selection, das ist eine besonders auserwählte, besondere Ware mit ganz fantastischen Materialien, weichfließenden Stoffen und auch einem angenehmen Tragekomfort und fantastischen Schnittformen. Genau, Franzi, setz dich mal richtig in Pose und Szene, dass man mal sehen kann, auch hier wieder bei dieser Bluse sieht man, wie die Verarbeitung ist. Der Po wird leicht bedeckt, das Bein wird etwas länger gemacht, ja, es wird gestreckt, es sieht einfach fantastisch aus. Franzi, fühlst du dich wohl? Das ist deine Welt, ja, die Selection-Kollektion. Sie zeigt es natürlich auch gerade bei Hosen, ist es ja wirklich so, ne, wenn Ostern ist jetzt gerade vorbei, der nächste Feiertag, der kommt ganz gewiss. Und wenn man da wirklich mal das ein oder andere Pfund zu viel hat und sich dann auch ein bisschen unwohler fühlt, ich meine, die Mode wird für ihre Kundinnen gemacht und nicht die Kunden für die Mode. Ja. Da haben Sie ja eine ganz besondere Hilfe auch am Bund der Hose. Danke, dass Sie mich daraufhin ansprechen. Das ist zum Beispiel ein ausgesprochener Wohlfühlbund, ja, also mit einem Gummizug, wirklich, also wo die Kundin sich in keinster Weise eingeengt fühlt. Viskose, Elastan, waschen, trocknen, tragen und einfach nur wohlfühlen. Und wenn das jetzt vielleicht auch etwas vermessen klingt, wir sagen dann immer, wenn unsere Kundin mal auf einer Feier ist und da gibt es ein riesengroßes Buffet, dann muss sie sich keine Sorgen machen. Wenn sie diese Hose anhat, passt auch noch ein Kloß mit Soße mehr rein. Wunderbar. Ja, also sie muss keinen Knopf aufmachen, sondern die Hose wächst einfach mit. Wunderbar. Und da würde ich sagen, da laden wir uns doch gleich noch die Ute mit her ins Bild. Oh, die sieht fantastisch aus. Eine tolle Farbkombination. Eine gewagte Kombination. Mutig, aber super. Und was sagt uns das? Dass die Frau mit mehr Figur doch einfach toll aussieht. Mode tragen kann, ne? Ganz fantastisch. Wir haben auch vorhin so einen schönen Satz geprägt, Schönheit braucht ihren Platz. Richtig. Ne? Und in so einen Materialien, in wirklich, was auch Ulla Popken verspricht, mit diesen weichfließenden Materialien, mit diesen wirklich extrem auf die Figur abgestimmten Materialien, ist man bei Ihnen wirklich da ganz, ganz, ganz gut beraten. In absolut guten Händen. Ja. Also man sollte uns wirklich kennenlernen. Er wird es bestimmt nicht bedauern, weil sie bekommt eine kompetente Beratung. Wir stehen ihr zur Seite und wir sagen ganz einfach, wir machen auch Mut und sagen, versuchen Sie auch Ihren eigenen Stil zu finden. Nicht früher nach der Wende, Frau Rock, war das so, die Kunden sind zur Farb- und Stilberatung gegangen und es war lustig. Sie kamen auf einmal wieder und ich musste Schubladen aufmachen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Da habe ich mir so gedacht, warum diese Grenzen? Ja, ne? Warum diese Grenzen? 30 Jahre lang waren sie ja bunt gemischt. Und auf einmal, nein, 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 ich bin der Frühling, ich habe meine Farbpalette mit. Das ist aber völlig falsch und das ist völlig out.
Die Kundin sollte schon ihren Stil finden und da, wo sie sich wohlfühlt, das ist ihre Farbpalette und das ist ihr Materialmix. Und worauf ich auch unbedingt nochmal aufmerksam machen möchte, ist diese kleinen Details. Frau Rocho, das sind bei Ihnen, ist das der Schal und bei unserer Ute ist das der Schmuck. Also wir haben auch Schmuck im Angebot. Wenn ich der Ute jetzt den Schmuck abnehme, ist die Ute natürlich nach wie vor noch eine ganz tolle Frau. Daran gibt es nichts zu zweifeln, aber es wirkt gleich anders wieder. Richtig. Ne? Also das und kann ich mir gut für die Arbeit vorstellen. Sie geht abends aber noch mit ihrem Mann etwas essen, Kette drüber, und dann hat sie den Look für den Abend. Selbst kleine auch wenn Accessoires. Sie den Mut hat, auch bitte auf Arbeit, kann man ruhig so eine Kette tragen. Und was das nächste ist, so eine Kette streckt auch ein Stück. Das heißt also, sie macht ein kleines Stück größer. Auch wenn man das nicht glauben will, aber es ist tatsächlich so. Moment, ich habe keine Brille. Deshalb dauert das einen Moment länger. Ich denke mal, das passt wunderbar zusammen. Und wenn wir jetzt die Franzi noch zu uns bitten und die beiden Damen miteinander präsentieren, ich denke, das harmoniert wunderbar miteinander. Ich dachte, die Frauen, die harmonieren sowieso miteinander. Ja. Also das klappt ja hier wirklich richtig gut. Eine sehr gute Wahl. Und Sie zeigen nochmal zwei Selection-Programme. Und ja, Sie, liebe Zuschauer, lade ich ganz herzlich ein. Schauen Sie bei Ulla Popken vorbei und lassen Sie sich beraten. Sie sind hier wirklich in sehr, sehr guten Händen. Sie können sich über das Internet sozusagen mit Informationen auch nochmal versorgen. Aber ich denke immer, dieser Face-to-Face-Gedanke, das passt hier wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unserer Mode-Expertin. Und für Sie, liebe Zuschauer, fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.